Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich außerordentlich, dass wir heute hier gemeinsam sind. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einem Gespräch anlässlich der Ausstellung Methode Rainer Werner Fassbinder, eine Ausstellung, die wir bis Anfang März, Gott sei Dank, in unserem Haus zeigen dürfen. Ich begrüße Sie, unsere Gäste im Publikum, aber natürlich besonders begrüße ich meine Mitgesprächsteilnehmer, Teilnehmerinnen, Frau Hanna Schigulda, die sich den, genau, worüber wir uns sehr freuen, dass sie den Weg auf sich genommen hat, heute zu uns zu kommen. Wir reden ein wenig miteinander, dann darf ich Ihnen Juliane Lorenz vorstellen, Präsidentin der Rainer Werner Fassbinder Foundation. Auch das ist ein Applaus wert. Und ohne sie wäre die Ausstellung auch nicht möglich. Dann möchte ich meine Kollegin Isabel Bastian vorstellen. Wir haben zu dritt die Ausstellung kuratiert. Sie kommt vom DFF in Frankfurt am Main. Und genau. Und Hans-Peter Reichmann, ebenfalls Kurator der Ausstellung, auch vom DFF und ein langjähriger Kenner, alle Experten hier des Werkes. Und mein Name ist Susanne Kleine. Ich durfte ebenfalls Kuratorin der Ausstellung sein. Ich würde jetzt gerne an Hans-Peter Reichmann übergeben und ich glaube, er hat sich ein paar schöne Fragen überlegt. Schön muss man sagen. Doch. Schön war es eben, oben durch den Saal zu gehen und eine Schlange zu sehen. Es ist scheinbar ausverkauft, also das finde ich wunderbar, das Interesse von Ihnen an der Ausstellung bzw. an den Filmen und natürlich an der Person von Hanna Schigulda und unserem Projekt. Und ich würde als allererstes eine Frage stellen zu einer Aktualität von Frau Schigulda. Sie kam gestern Abend eingeflogen aus Budapest. Was gibt es da für ein Projekt? Sie haben erzählt, dass es die Vorbereitung eines neuen Filmprojektes ist. Ja, aber sehr viel mehr darf ich nicht erzählen. Das wird nämlich immer geheimer mit den Filmprojekten, weil so viel geklaut wird auf dem Internet. Also speziell, wenn irgendwie Hollywood mit drin hängt, wobei das trotzdem im Prinzip eine europäische Produktion ist. Also erstmal will ich den Regisseur nennen, der heißt Yorgos Lanthimos und hat eigentlich schon ziemlich viel von sich reden gemacht. Also vielleicht spätestens haben Sie gesehen The Favorite. Das ist jetzt nicht so typisch für ihn, aber das war so ein richtiger Erfolgsfilm. Und vorher The Killing of the Sacred Deer. Ja. Zum Beispiel, oder dann der, wie heißt der, nicht der Oktopus, sondern der? Der Lobster. The Lobster. The Lobster, ja. Also ich habe immer gefunden, das ist ja ganz uninteressant jetzt eigentlich, was ich immer gefunden habe, aber ich wollte sagen, ich war ziemlich erstaunt, dass wir beide jetzt da zusammenkommen, aber es ist ein ganzer Bienenschwarm von Darstellern, der da zusammenkommt. Hauptrolle spielt Emma Stone. Und ja, warum das jetzt alles so geheim ist, ich selber, man hat erst im letzten Moment erfahren, worum es geht. Es ist, wie ich würde sagen, es wird ein Knüller. Also da bin ich mir ziemlich sicher, weil das ist so, das wird eine Bombe, weil das ist eine solche Verbindung zwischen Science Fiction und Nostalgie und er nimmt sich wirklich alle Freiheiten. Das Drehbuch ist schon mal von einem mir da, bis dahin unbekannten Mann geschrieben, der heißt Alastair Gray, ist ein Schotte. Und ich habe dann so ein bisschen gegoogelt, weil man hat ja so lange überhaupt nichts zu lesen bekommen über den Stoff, gar nichts. Es war so streng immer alles geheim. Und da stand also,
Horrorfilm, aber lassen Sie ihn nicht an sich vorübergehen. Also der hat ja nicht von Film gesprochen, es ist ein Schriftsteller, sondern es ist ein Horrorstoff. Aber es ist trotzdem die Geschichte einer Menschwerdung sehr schräg. Ich kann es nur jedem, dem ich insgeheim dann doch ein bisschen was erzähle, aber öffentlich darf ich das schon gar nicht, der Sie sagen alle, den Film muss ich sehen. Also ich sage Ihnen das jetzt hauptsächlich wegen dieses Satzes. Über meine Rolle muss ich jetzt nicht so viele Worte verlieren, außer vielleicht das eine, dass Sie doch innerhalb aller dieser Figuren, die Mutanten sind von irgendwas, ist sie so eine früh emanzipierte, aus dem eigenen Saft entstanden. Aber ich mache die Rolle jetzt ein bisschen größer, als sie vielleicht ist. Man muss schon sehr gut aufpassen, dass man das alles mitkriegt. Wir werden die Presse beobachten. Sie werden alle sehr gut aufpassen. Und dann alle in den Film spüren. Ja, gut. Von der Gegenwart vielleicht in die Vergangenheit. Sie haben mit Fassbinder sehr früh zusammengearbeitet, hatten mit ihm gemeinsam die Schauspielschule besucht, sind dann zum Action-Theater gekommen, zum Antitheater, haben dann schon früher Filme gedreht mit Jean-Marie Straub, mit Peter Fleischmann und die frühen Filme mit Fassbinder als Hauptdarstellerin gespielt. Ich habe ein sehr schönes Zitat aus der Ausstellung, das ich gerne vorlesen würde. Und vielleicht finden Sie da noch einen Kommentar dazu. Dass er das überhaupt alles hervorbringen konnte, das hatte schon etwas von Berühren mit einem Zauberstab. Bei allem Fleiß, den er auch hatte. Hat er Sie verzaubert? Hat er das? Verzaubert? Hat er Sie verzaubert bei den Dreharbeiten? Oder? Ja, nicht nur mich. Ja. Das war ja eine unheimlich magnetische Person, Fassbinder. Der hat die Lebensläufe der meisten Leute, die mit ihm zu tun haben, verändert. Deinen, meinen. Ich war sozusagen eine intellektmüde Studentin. Ich bin da durch Zufall bei ihm gelandet, weil ich die Geschichte schon 100-mal erzählt, ist aber trotzdem interessant. Ich hab da Bedienung gespielt in München auf einer Messe und da kam eine andere Ersatzbedienung auf mich zu und hat gesagt, weißt du, ich gehe abends auf die Schauspielschule, du, das ist interessant, komm doch mit. Und dann bin ich mitgegangen und dann war ich 2 Tage später drin. Und da in dieser Klasse war auch Fassbinder. Ich wusste vorher nicht, was mir, das war nichts Geplantes. Es hat der Zufall mich geführt. Und seitdem gebe ich mich auch den Zufällen immer gerne hin. Sie bringen nicht immer was Gutes, aber ich finde sie immer interessant. Ich bin dann von der Schauspielschule wieder abgegangen, nach ein paar Wochen. Wir hatten uns schon im Augenwinkel so wahrgenommen, aber eben mehr im Augenwinkel. Weil der Fassbinder war ungeheuer schüchtern. Und einmal, wir mussten da einmal in der Woche sozusagen vor der gesamten Schülerschaft eine Szene bringen. Und das war dann unser erstes Publikum. Und da war eine Szene, die war aus Goethes Geschwistern. Und alles musste man alleine spielen, also den anderen sozusagen unsichtbar mitspielen. Und da war, ich war also
total verliebt, aber es war eine verborgene Liebe in meinen Bruder und habe die verborgen, indem ich immer in meinem Stickzeug gestickt habe und ab und zu habe ich ihm mal ein paar Sätze geschenkt. Und so war die Szene und danach, aber es war eben Goethe, ganz altmodisch auch in gewisser Weise. Und nachdem, ja gut, es war dann vorbeigegangen und in der Woche drauf kam der damalige Freund von Fassbinder, Theo Rosa, wo ich vorhin gefragt habe, lebt der noch? Kam ja bei allen inzwischen Fragen. Und der hat dann gesagt, weißt du, dem Rainer hat diese Szene, die ist ihm richtig unter die Haut gegangen. Und da habe ich mir gedacht, komisch. Also so ein Lederjackenwilder, das war er ja damals schon. Und immer mit diesem trotzigen Ausdruck, trotz seiner Schüchternheit. Und das Trotzig hat ja auch was mit Trotzdem wahrscheinlich zu tun. Und dann da habe ich mir gedacht, komisch, dass ihm das gefällt. Und sehr viel später habe ich es aber dann sehr gut verstanden, dass das eigentlich schon eine Art Vorvision war auf etwas, was unsere Beziehung ausgemacht hat. Also eine Art wie soll ich sagen, ja, eine nicht eingestandene Liebe, so wie sie, weil sie nicht sein darf, aus welchen Gründen auch immer. Also so wie Goethes Vorlage. Die Gründe haben wir uns selber sicherlich am meisten davor geschoben, weil wir wussten, wenn wir uns zu nahe begegnen, ist es wahrscheinlich aus. Und es ist besser, die Umwege zu gehen. Aber ich glaube, diese Art von Liebe, könnte man das nennen, auf Umwegen, die hat sehr viele Beziehungen, die er zu seiner Ersatzfamilie, das waren ja alle die, mit denen er auch immer zusammengearbeitet hat und sehr treu immer zusammengearbeitet hat. Und alle, die Techniker waren, und die hat er eigentlich alle auch wirklich sehr geachtet. Denen hat er immer das Gefühl gegeben, dass sie sehr wichtig sind im Film. Und die haben sehr gern mit ihm gearbeitet. Und obwohl es also so Lachen oder Gähnen oder sowas, das gab es nicht, Lachen schon, aber Gähnen, um Gottes Willen, bloß nicht. Das war das Schlimmste beim Drehort. Naja, und so ist das dann, so waren die, später hat er mich dann gesucht und gefunden, da war ich schon längst wieder über allen Bergen bei den Universitätszwergen. Diese Distanz aus Sympathie vielleicht, wenn man das so... Bitte? Diese Distanz aus Sympathie, also diesen Abstand, den Sie hatten, der findet sich ja auch oftmals in den Dokumenten, beziehungsweise Sie waren ja, wenn wir beispielsweise, wir waren eben in der Ausstellung und Sie haben vor den Fotos gestanden von Michael Friedel, der Sie fotografiert hat in der Nähe von München, in der Villa in Feldkirchen. Und Sie saßen zusammen mit Fassbinder auf dieser Hollywood-Schaukel. Können Sie vielleicht zu dem Leben zu dieser Zeit mit der Kommune, wie das hieß, oder mit dem Team, mit der Gruppe, mit dem Kollektiv was erzählen? Ja, da gab es eben in der Nähe von München den Ort Feldkirchen. Und da hat diese Gruppe sich dann, also speziell war das wahrscheinlich der Willi Rabenbauer, der hat ja eine ganz wichtige Rolle gespielt, speziell am Anfang hatte er die Fäden alle in der Hand und die haben dann da sich ein Haus gemietet und da haben dann alle zusammengelebt, nur ich nicht. Also ich wollte da nicht sein ja, ich wollte eigentlich nicht so ein Kommuneleben haben.
Vielleicht auch wollte ich meine Eltern nicht total brüskieren, weil die hatten sowieso schon große, die hatten sowieso schon großes Muffesausen, wie man sagt, dass jetzt ihre Hanna, die so schön auf Lehrerin studiert, womöglich keine Lehrerin wird und jetzt an diesen Kulturschreck Rainer Werner Fassbinder auch noch geraten ist und jetzt auf Abwege gerät. Das kann vielleicht auch eine Rolle gespielt haben. Ich wollte Ihnen denn das nicht zumuten. Ich fand aber eigentlich immer sehr gut für mich, dass ich gehen und kommen konnte, wann ich wollte. Und das, so war das auch mit dem damaligen Feldkirchen, da gab es einen Swimmingpool, da war immer toll was los an den Wochenenden, weil da sind viele gekommen, die man auch sonst gar nicht so kannte. Die haben gehört, da kann man baden bei denen und da ist was los und dann waren die da und es war eigentlich immer sehr lustig und nur wenn der Rainer kam, dann war es nicht mehr so lustig. Also dann waren alle immer auf Hab-Acht-Stellung, weil wir damals natürlich auch einen durchgezogen haben. Und wenn der Rainer kam, Moment, der Rainer kommt, alle schnell weg, weil der konnte das überhaupt nicht leiden. Also für den war Alkohol, das ging noch, aber Drogen, das kam überhaupt nicht in Frage. Und wahrscheinlich schon aus einer gewissen Vorahnung, dass er wusste, wenn er einmal so richtig auf den Geschmack kommt, dann gibt es kein Halten mehr. Und insofern war das immer, der Rainer kommt, das ist mir noch in den Ohren. Und er war damals auch sehr viel unterwegs, der hatte sich damals so ein schnelles Auto besorgt und so weiter. Der hatte so andere Träume. Ja, das war das Feldkirchner Leben, aber da waren auch Regisseure da, wie der Peter Lilienthal, so ein wirklich edler Adliger, könnte man sagen. Ne? Also so, ich weiß gar nicht, ob er adlig war, aber so hat er auf mich immer gewirkt. Und der hat ja dann auch da auch durchaus Fassbinder-Darsteller dann später genommen. Also ich habe mit dem später einen Film auch gemacht. Dann, wer war noch da? Vielleicht war der Krötz auch mal da, ich weiß es nicht. Also es war es hat so etwas unbekümmert Wildes über dieser Villa geschwebt. Was da nun sonst abgegangen ist, das wusste ich nicht so genau und wollte ich auch gar nicht so genau wissen, weil das war irgendwie für mich, ich habe ja auch noch ein bisschen weiter studiert eine Weile, aber eigentlich muss ich sagen, ich habe sehr viel auch meinen Eltern zuliebe getan, weil ich mir immer gedacht habe, die Armen, die haben nichts gehabt vom Leben. Der Weltkrieg und dann alles das und dann mit der Ehe, das war alles so belastet. Und also jetzt will ich sie nicht auch noch enttäuschen. So war das. Da habe ich so viel irgendwie so auch noch mitlaufen lassen. Insofern war ich da sozusagen in gleicher Weise Mittelpunkt als auch Randfigur. Was mir sicherlich auch viele in der Gruppe verübelt haben. Ja, das war. Denke schon, ja. Aber du hattest ja dann irgendwann bald immer die Hauptrollen. Naja, deshalb meine ich diese Art von Kombination, genau. Die ist dann halt, wie das so ist, da ist man dann nicht die beliebteste. Genau. Ich habe das jetzt nicht so zu spüren gekriegt, weil wir hatten ja doch alle irgendwo schon auch eine Herzlichkeit in unseren Verhältnissen zueinander. Aber wie man weiß, ist auch in der Kunst, obwohl das so ein etwas abgehobener Lebensspielwiese ist, könnte man sagen, ist der Neid schon leider auch vorhanden und spielt eine Rolle. Und jeder möchte eben auch mal im Mittelpunkt sein. Frau Schigula, wir haben in der Ausstellung auch sehen können, wir hatten es auch gerade von der Ersatzfamilie, von dem Kollektiv, in dem zusammen gelebt, zusammen gearbeitet wurde,
Wir haben Handschriften gefunden auf den Dokumenten von Irm Hermann zum Beispiel, die ja nicht nur vor der Kamera agiert hat, sondern ja auch Drehbücher zum Beispiel abgetippt hat. Wir haben Handschriften von Kurt Raab, der nicht nur vor der Kamera agiert hat, sondern auch Ausstatter war. Juliane, du hast die Filme montiert. Später, genau, auch als Schauspielerin agiert. Von Ihnen, Frau Schicula, haben wir zum Beispiel keine Handschriften gefunden. Ja, aber ich habe halt nichts mitgeschrieben. Ich war schon mal Regieassistenz auch. Und zwar für die Freiheit in Bremen. Ja. Immer also Freiheit. Fernsehaufzeichnung. Sister, das steht nicht mal. Ich glaube, ich hatte dann aber auch eine kleine Rolle. Natürlich die hattest Geische. Du eine. Ja, da war auch. Aber ich bin da auch immer mitgetippert und habe immer geguckt, wo was passiert und so. Ich habe aber wahrscheinlich nicht so mitgeschrieben. Aber wenn ich was mache, mache ich es meistens ganz. Also das war also keine. Also es ist jetzt nicht, dass ich es dann nicht richtig gemacht hätte. Also es war keine bewusste Entscheidung jetzt zum Beispiel vom Fassbinder, dass Sie dann nur vor der Kamera agieren und dann sein Star sind und dann die anderen eher... Nee, also ich weiß nicht mal, ob ich mich sozusagen freiwillig gemeldet habe oder ob er gesagt hat, Frau Schicula könnte ja eigentlich auch mal. War das so der Ton dann? Das weiß ich ja. Also das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ich glaube, ja, du weißt das. Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass der Rainer einfach auch einen riesen Respekt vor dir hatte. Und er hatte sich vorgenommen, die einen waren die Helferleins und die anderen waren die Stars. Und das hat er dasselbe, er hätte Margit Carstensen oder, also gut, Irm war seine Freundin und die hat er natürlich da reingesetzt. Aber es war etwas zwischen euch, was wirklich was sehr Eigenes und Besonderes war. Und es hatte auch später zu meiner Zeit immer diesen Ansatz von Vorsicht. Und jetzt komme ich zu der Maria Braun. Ich springe mal etwas. Da warst du ja mal auch schon fast drei Jahre ganz woanders und warst nicht da. Und dann gab es dieses Projekt und wir waren gerade, glaube ich, heute vor dieser Vitrine, wo wir ja dann auch gesehen haben, dass mal davon die Rede war, dass jemand anders diese Rolle spielt. Und trotzdem kann ich mich so gut erinnern, wie er sich dann entschieden hat und gesagt hat, weißt du, die Hanna ist ganz, ganz lieb. Hat das er gesagt? Ja, das ist einfach so sein Bild. Rainer hatte ein Bild von Menschen. Ja, ich bin ja auch ganz, ganz lieb. Ja, das ist ja klar. Alleine, wie er das erzählt hat, das war so berührend. Also das war ja immer dieser schüchterne Herr, ne? Und ich kenne das ja auch von ihm, dieses zurückgehalten, ich habe immer um fünf Ecken was über mich erfahren. Und das fand ich dann irgendwie auch ganz berührend, das muss ich einfach sagen. Und das ist das Besondere an ihm gewesen. Aber er konnte auch schon ganz schirch sein, wenn er wollte. Ja, das ist ja allgemein bekannt. Ja, aber wir sind ja von eurem Verhältnis ausgegangen. Ja, ne. Ich hatte den Harry Bär, der war ja die letzten Tage auch hier, kurz angesprochen. Und die Begeisterung für sie war sofort, die Hanna hatte immer ihren Text parat. Die wusste immer ihren Text, die hatte nie ihren Text vergessen. Das ist richtig, ja. Das ist heutzutage anders. Ja. Ja. Ja, ah ja. Also sie haben sich immer top vorbereitet, natürlich, sehr professionell auch. Auf die Rolle? Oder wie war das? Durfte man improvisieren? Bitte? Durfte man improvisieren? Durfte man auch die Rolle selbst interpretieren? Nein. Man hatte seinen festen Nein. Text. Er hat das so in den, ich habe das hier auf den Videos gesehen, also wie er so ganz angefangen hat. Da hat er ja zum Beispiel gesagt, ja, also ich gebe da so Anhaltspunkte und dann kann ja jeder so seinen Weg bis dahin skizzieren. Aber in der Praxis, das war vielleicht am Anfang, ganz am Anfang so, so ganz konkret kann ich mich aber auch da an nichts erinnern. Sondern das Bezeichnende, weil hier ja von der Methode Fassbinder die Rede ist, war, dass er immer mit seinen... Er hatte im Kopf Bilder
Und die hat er als Skizzen angebracht. Und dann wurden die in Bewegung umgesetzt. Also dann wurde er vom Zeichner zum Choreografen. Das hat er einem vorgespielt. Also so leicht ironisch oder nur so angetippt, aber immer in den Haltungen, um die ging es ihm, wie, was er haben wollte, wie die Körper sich zueinander verhalten. Er hätte nie gesagt, die Stimmen, also du musst das jetzt zornig sagen oder ironisch oder solche Sachen hat er gar nicht gemacht. Psychologisches hat er gar nicht vermittelt. Das kam jetzt mehr, wer hat das ja, ach so, ich bin jetzt noch so getränkt von dem Besuch in der Ausstellung, dass ich manches praktisch von ihm im Ohr habe. Er hat so eine Atmosphäre verbreitet, dass letztlich das doch alles in seinem Sinne dann war, schon. Aber er hat mechanisch, deshalb habe ich oft gesagt, habe ich so den Ausdruck erfunden, Marionette mit Eigenleben. Wir waren Marionetten mit Eigenleben, weil er hat ja auch die viele Leute sich ausgesucht, weil er eben genau das geschätzt hat, was die mitgebracht haben an Eigenaroma. Viele Schauspieler und viele Nicht-Schauspieler. Ja. Mussten Sie sich denn als Schauspieler und Schauspielerin auch sehr in ihn hineinversetzen, dass Sie ihn verstehen lernen mussten, wollten natürlich auch, um die Rolle dann auch einnehmen zu können? Weil ich finde das so interessant, dass er davon spricht, dass er Ihnen die Freiheit gelassen hat. Er hat gesagt, welche Rolle es ist, aber Sie hatten als Schauspielerin die Freiheit. Und ich überlege die ganze Zeit, ob das für mich als Person wichtig wäre, mich dann auch in die Person hineinversetzen zu wollen. War das für Sie, für die anderen auch wichtig, dass Sie Fassbinder wirklich verstehen? Ich hoffe, ich habe mich jetzt klar ausgedrückt. Nee, das nicht. Man hat manches sowieso nicht verstanden. Okay. Also nee, war wirklich intuitiv. Er war einfach, ja. ich habe manches nach im Nachhinein verstanden. Mhm. Okay. Er war in manchem einfach voran. Also ich weiß noch, wie er gesagt hat, er macht einen Film über Terrorismus. Und wir sollen uns alle ein bisschen vorbereiten und so. Wieso lacht da einer so? Wie geht das? Nicht, dass wir Terroristen werden sollten, das nicht. Aber ich meine, ich weiß, ich habe damals mir ganz genau angeguckt, die Steckbriefe von der Bader-Meinhof-Gruppe. Später habe ich ja selber... Das habe ich übrigens vergessen zu erzählen. Er hat ja mit mir eigentlich noch mehr vorgehabt, als verwirklicht wurde. Und das hat mich, wie er mir das angetragen hat, sehr glücklich gemacht einerseits, aber nachher war die Enttäuschung sehr groß. Das heißt, er wollte einmal einen Film machen, wo wir beide Tag für Tag sozusagen weiter stricken an dem Film, ein Haus mieten und so weiter. Es hatte etwas mit einer schizophrenen Vision zu tun von einer Unika Zürn, einer deutschen Spätsurrealistin, die den Wahn hatte, sie geht mit dem wiedervereinigten Berlin schwanger. Das hat ihn interessiert, weil eben zu der Zeit war von Wiedervereinigung keine Rede. Ja. Aber das als Vorgriff irgendwie. Also er war ja einer, hat die Vergangenheit aufbereitet und auch eben die Aspekte draus, die man sonst nicht gezeigt hat, wie man an dem Effi Briest-Film dann sehen kann. Aber er hat eben auch, sehr viel Zukünftiges schon zur Sprache gebracht. Und da habe ich eben dann später, später den Film, den er gemacht hat, das war überhaupt nichts, das hatte gar nichts mehr mit Bader-Meinhof und irgendwelchen verirrten Fanatikern zu tun. Das waren einfach nur noch, also die dritte Generation, das waren einfach junge Leute, verwöhnte junge Leute, die sich gelangweilt haben in ihrer Realität und die sich so ein Abenteuer erlauben wollten. Mal sehen, was man aus der Gesellschaft rauskitzeln kann, aus diesen verschlafenen
Verein und so. Also das hatte alles, er war da schon viel, er war da gar nicht geklebt an dem, was war, sondern eigentlich in den, so wie auch bei Welt an Draht, also die ganze Sache über das Virtuelle, diese, wir leben ja jetzt schon knietief im Virtuellen, durch die Pandemie ja noch viel mehr. Das hat er alles schon formuliert damals. Ja, das stimmt. Ja. Diese Teilnahme oder dieses Beobachten von gesellschaftlichen Ereignissen, von Politik, findet sich ja auch oftmals. Wir haben ja in der Ausstellung einen Zeitstrahl, in dem von 1945 bis 1982 gesellschaftliche und kulturelle Ereignisse aufgezeigt werden. Und für viele von den Besucherinnen und Besuchern ist das auch so ein Déjà-vu-Erlebnis. Und er hat sehr viele von diesen Ereignissen auch in seine Filme übertragen. Gab es Diskussionen über politische Diskussionen, über die jeweiligen gesellschaftlichen Zustände? Na klar. Die gab es sehr wohl. Also mit uns, ich sowieso. Wir haben ein bisschen lauter. Ach so, ja stimmt. Na klar gab es die. Wir haben über ganz, ganz vieles, ich weiß nicht, wie er es früher gemacht hat, aber so beim Autofahren, zur Arbeit fahren und was gerade täglich im Fernsehen war, das hat sich eigentlich durch die dritte Generation mir so verdeutlicht. Genau, ja. Ne? Weil er hat ja täglich die Nachrichten aufgenommen. Und dadurch war mir das irgendwie so bewusst geworden, ach so, jeder Tag zählt. Ne? Also wir fragen also deshalb, weil ich habe das nie erlebt, ja, ehrlich gesagt. Obwohl, vielleicht ist es, also ich habe das damals nie erlebt, ja, diskutiert ja, wurde. Ja. Also wir zwei. Ich war ja auch, ich hatte doch politische Wissenschaften studiert und dachte, ich verstünde was von Politik. Und dann hat er sich darüber ziemlich lustig gemacht und meinte, hör auf mit dem Studieren, das kriegen wir schon hier besser mit. Und ich hatte auch gar keine Zeit mehr, aber ich wollte das ja eigentlich alles verstehen, warum das und RAF und dieses und jenes. Und die RAF war mir ja sympathisch, nicht weil sie gemordet hat, sondern weil sie ja Gründe hatten, sich über etwas den Kopf zu zerbrechen und manches verändern zu wollen. Die Form war vielleicht, war ja nicht die richtige, das wissen wir. Das war ihm ja auch nicht recht. Aber es ist trotzdem eigentlich alles politisch gewesen. Also wenn ich einfach so Sachen, wie gesagt, diese letzten Jahre von Rainer waren ja sehr luxuriös in Anführungsstrichen. Er war sich sicher, er hatte seine Projekte. Nicht nur das Unikation, der Mann im Jasmin hieß der Roman, den er verfilmen wollte, war so wichtig, sondern es war ja, jeder Tag zählt, so würde man das nennen. Und ohne, er hat ja dann auch auf einmal gut verdient, er war der bestbezahlteste Regisseur in Deutschland, vielleicht auch international, und er konnte sich alles aussuchen, was er wollte. Aber diese Sehnsucht, dann auch wieder einen kleinen Film zu machen, so wie dritte Generation, 13 Monde war ja aus einem ganz anderen Grund in einem Jahr mit 13 Monde entstanden, kurz nach Maria Braun, der dann doch ziemlich erfolgreich war im Leben. Also erwartete auch jeder von ihm, dass er wieder einen erfolgreichen Film macht. Und das muss man jetzt schon sagen, ob der jetzt erfolgreich war oder nicht. Als du hattest ja das Angebot bekommen von Lili Marleen, soweit ich weiß. Von Herrn Waldleitner direkt, weiß ich jetzt nicht mehr. Vom, egal. Ist nicht egal? Nee, weil der war ja von ganz anderen Lager politisch genau. Na, wie hieß er denn? Luki Waldleitner. Ja. Und dann wurde er, also jeder wusste, Rainer würde nie und nimmer mit Luki Waldleitner arbeiten. Ja. Und dann kam aber Luki, meldete sich ordentlich an, fragte, ob man sich denn treffen könne, und zwar im Böttcher in München, und er hätte was mit ihm zu besprechen. Und Rainer hatte aber schon um fünf Ecken erfahren, dass es um ein Projekt ging, aber er noch nicht um welches. Und dann sagte er, ja, ich komme aber mit, also ich musste mittappern, und Harry war auch dabei. Und dann hat er noch seinen Drehbuchautor, der durfte gerade mal antappern und guten Tag sagen, ja, Sie können wieder gehen. Also es war eine ganz andere Methode. Und Luki hatte dann auch
gesagt, dass du das, dass er dich gefragt hätte. Ja, also ich habe gesagt, ich mache das nur, genau, weil das der Fassbinder macht. Genau. Und so, das war das erste Mal, dass Herr Fassbinder ein Projekt angenommen hat, ja, dass eben Hanna Schigula gesagt hat, ich mache es nur, wenn. Und dann hat sich das so ergeben. Und dann war das, das war, da hat er, ist er über seinen Schatten gesprungen. Er war auch der brave Junge, wenn ich es mal so genau sagen darf, weil der Verleih war dann Tobis Film, Horst Wendland, und er hatte ihn auch noch gebeten, du, das ist ein toller Stoff, das kannst nur du machen. Und das hat ihn dann schon interessiert. Aber es gab dann auch schon 3 Drehbücher, und das war ein sogenannter, das hieß immer der Dauerlutscher von Lucky Waldleitner, Lilli Marleen. Und dann, ja, und dann gab es dieses Essen, und er sagte, du, das machen wir jetzt, Punkt. Es war ja nicht nur die politische Hürde, Lucky war ja bekennendes CSU-Mitglied. Moment, es kam aber vor allem noch dazu, es kommt ja noch eine Hürde dazu, nämlich Marianne Strauß, Ehefrau von Herrn Strauß, Franz Josef Strauß, war sehr befreundet mit Lucky, und Lucky sowieso mit Strauß auch. Mhm. Also es war wirklich schweres Kaliber, dass er hätte auch sagen können, mache ich nicht. Das war aber Rainer. Also das wollte er jetzt wissen, und er wollte sich auch selbst beweisen, dass er das kann. Und insofern war das für ihn eigentlich eine Kleinigkeit, bis auf eine Geschichte, die war dann etwas komplex, die will ich aber jetzt nicht vertiefen. Da habe ich durchgedreht, weil mir es einfach zu viel war und irgendwie, egal, ist alles vergessen. Und dann bin ich mal 3 Tage verschwunden, weil ich aber auch überfordert war. Und das war dann auf einmal so ein Moment, wo ich merkte, oh Gott, weil das überall in den Zeitungen war, Rainer ist, wir hatten ja gerade auch Alexanderplatz fertiggestellt und Pressekonferenzen, und ich hau da so einfach ab, das tat mir dann ehrlich gesagt ein bisschen leid. Und da dachte ich, das ist jetzt wirklich sehr egoman. Und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, pass mal auf, die Rollen stehen da, ich lass dich abholen, und jetzt ist Ruhe. So war's. Also das ist jetzt nur vom Politischen und Privaten und die Geschichte an sich. Und die Lilli Marleen war doch, man kann jetzt nicht sagen, dass das ein Riesenwelterfolg war, aber es war ein Film, der für uns alle sehr wichtig war, weil es mal richtig großes internationales Kino war. Er wurde ja theoretisch englisch gedreht, musste auch synchronisiert werden und so weiter. Und dann Giancarlo Giannini, das war eine ganz andere Gemengelage wieder, wobei er hat ja auch schon mit Weltstars davor gearbeitet und nicht nur mit der Gruppe, wenn man das so sagen will, das nur zu diesem Thema. Aber an eins kann ich mich jetzt doch erinnern, weil wir ja auch die Fotos gesehen haben, die der Michael Friedl damals, und da war, glaube ich, auch Leute vom ZDF da, noch aus der Kommunezeit, da sind wir alle da so in der Wohnung so locker vom Hocker gesessen. Und da wurde dann gefilmt, wie hat er gesagt, so, und jetzt stimmen wir ab, sollen wir das Geld abschaffen oder nicht? Wer ist dafür? Das war aber nicht in dem Film. Da waren dann einige, haben den Finger gehoben, aber es war, wie soll ich sagen, es war, das würde das jetzt auch nicht als Diskussion bezeichnen, es war eigentlich, damals hat man ja manches für möglich gehalten. Was sich nachher wirklich als Strohfeuer erwiesen hat, obwohl wir jetzt mehr denn je unter den Auswirkungen des Kapitalismus leiden und vielleicht sogar dran zugrunde gehen. Aber damals hat man gedacht, na ja, also ich meine, das ist eine Wirtschaftsform, die hat zwar sehr viel Erfolg, aber die ruiniert uns doch. Und so wurde das so diskutiert. Ich weiß auch noch in der Zeit, wo ich auf der Uni war, da gab es so viele Sit-ins, mehr als Vorlesungen. Da saßen die Studenten, da war da vorne einer aus dem SDS, hieß das damals, der Sozialistische Studentenbund, und die haben große Reden geschwungen. Und da wurde das sozusagen abgehandelt, aber nachher kam ja schon ziemlich bald danach die Parole, der lange Gang durch die Institutionen. Ich würde Sie gerne fragen, weil Sie vorhin gesagt haben, dass Rainer ja auch immer vorausschauend war und auch Filme gemacht hat, die Themen behandelt haben, die ganz
unerwartet waren. Wie passt dann so ein Film, so ein Rückgriff da hinein? Wie kann es, also wie kommt das, das Bild, was Sie jetzt zeichnen, passt dann für mich gar nicht so ein Rainer Werner Fassbinder, der auf Literatur, auf einen Klassiker zurückgreift und 1974 eben diesen Film macht? Doch, das passt sehr gut. Passt sehr gut, weil ich finde, das passt sehr gut. Mhm. Und zwar auch in der Art, wie er es gemacht hat. Ich dachte ja am Anfang, wir machen so einen lebhaften Film. Mhm. Weil das war ja auch in allen anderen Versionen war das so. Ob das nun die war mit der, naja, die Marianne Häufer, die kann man vergessen, glaube ich, in dem Zusammenhang. Das war ja für uns Opas Kino, aber die, also die Domröse kannte ich damals gar nicht. Und was später kam, da war das alles so, die großen, die Aufbäumung eines Wesens gegen das, was man von ihr verlangt. Denn der Rainer hat eigentlich einen Film gemacht über den Gehorsam. Mhm. Die Erziehung zum Gehorsam, aus der ja dann auch der Erfolg der Nazizeit hervorgewachsen ist. Also dieses immer nach außen, also es muss, man versteht eigentlich nicht, warum. Gut, da war es noch die Ehre, dieser Ehrenkodex, dieses gewisse gesellschaftliche Etwas, wie sie, irgendjemand nennt es so in dem Film. Die wissen, wir wissen untereinander, es ist vollkommen absurd, sich zu duellieren, aber das gewisse gesellschaftliche Etwas verlangt es von uns. Und wo kämen wir hin, wenn das Chaos ausbräche? So, ich tue es jetzt sehr grob zusammenfassen. Und insofern war der Film eigentlich auch wieder ein Tanz der Marionetten. Also es ist nicht jetzt hier diese Einzelfigur von Effi Briest, sondern es ist, auch Effi Briest ist schon die Betonung, dass sie eigentlich nicht ihr eigenes Leben lebt, sondern die Projektion ihrer Mutter auf sie. Ja. Und da gibt es ja wirklich, wenn man so mal nachguckt, jeder für sich, wovon die Mutter geträumt hat und wo man selber gelandet ist, da wird man immer fündig werden. Das ist einfach ein sehr wichtiges Thema, was die, und sei es auch sogar die Großmutter oder wer auch immer, aber die eben, sie lebt, also sie heiratet einen, den ihre Mutter hätte gerne heiraten wollen. Und so geht's los. Und dann, der hat auch so eine gute gesellschaftliche, sie macht eine gute Partie. Ja, genau. Ich weiß, dass meine Mutter auch immer noch da ist. Heute ist das, sind das so Worte, die sind aus dem Wortgebrauch gefallen. Ja. Sagt kein Mensch mehr. Na, hat er denn eine gute Partie gemacht? So wie beim Schachspielen, ne? Ja, ja. So. Ja, aber es ist halt heute was, es ist heute dann irgendwie, heute ist ja alles viel schneller. Es ist alles wahnsinnig schnell geworden. Und man kann also die ganzen, wie heißen die jetzt, diese Firmen, die alle so aus dem Boden... Amazon. Die, wie heißen die? Startups. Startups. Ja. Ja, er hat eine Startup. Das wäre schon für heute eine vermutlich gute Partie. Also gibt es heute nicht mehr diese ganzen Ausdrücke. Aber wir haben Effi Briest eben noch in der Schule gelernt und sie war für uns eine, das gehört so, diese Lebensromane, das gibt es vielleicht heute gar nicht mehr in der Schule. Das ist heute, vielleicht sind es mehr Comics. Ja, wobei ich glaube, Effi Briest erzählt also eine... Also vielleicht sollte man aus Effi... Ja, also es alles, hat sich alles so irrsinnig geändert. Das heißt, ich kann nur sagen, hurra, ich lebe noch. Also wie ich heute da durch die Ausstellung gehe, dachte ich mir, oh Gott, alle sind schon weg. Und ich bin immer noch da. Isabel Lohr. Sehr schön. Ja. Danke für den Applaus. Aber ich meine, ich schaue natürlich auch, dass es mir nicht langweilig wird. Also ich versuche dann auch immer, dass ich mit der Zeit mitgehe und dass ich mich für Dinge interessiere, dann, die eben jetzt passieren.
Aber es ist schon, also das ist natürlich eine andere Zeit gewesen, obwohl ich glaube, dass der Rainer als Leitfigur immer noch nicht mehr bis heute so ausstrahlt für die Jungen. Aber immer wieder wird er jemanden finden, glaube ich, unter den Jungen, der in ihm, der sich an ihn charismatisch auch so anbinden möchte. Das, glaube ich, besteht schon weiter, weil er eben auch so total konsequent seinen Weg ging. Und sich nicht vom Zweifel hat auffressen lassen, aber nicht, weil er keinen Zweifel gehabt hätte, sondern weil er sich gedacht hat, vielleicht ist, man kann alles anzweifeln, also ich mache jetzt mal das. Und dann beim nächsten Film, dann mache ich eben vielleicht sogar das Gegenteil. Also er hat ja auch gerne diesen Ausdruck gehabt, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Das stimmt. Das ist so also ein Quecksilber-Qualität bei ihm gewesen, dass er mitgehen konnte mit dem, was war, ne? Also ich kann, das ist genau der Punkt, den du eben jetzt gerade angesprochen hast, ich kann Ihnen sagen, wir sind manchmal überfordert mit den vielen weltweiten Fragen, Anfragen, vor allem im Theater. Also inzwischen gibt es ja auch die Filme von ihm schon adaptiert fürs Theater. Es ist wirklich eine ganze Menge passiert. Und das finde ich eigentlich das Spannende. Das weiß ich, dass ihm das das Wichtigste war, dass er nicht untergeht. Und das, wie lange man das alles mitbetreiben kann, das weiß ich ja noch nicht. Man ist ja selber auch sterblich. Aber ich glaube, so eine Ausstellung, und deswegen muss ich das jetzt auch noch mal erwähnen, die dann so intensiv das noch mal rausstellt, diese Papiere, die Themen, die Filme, das ist natürlich unglaublich hilfreich, dass er nicht stirbt. Also ich habe sowieso keine Sorge, das war auch nie meine Sorge, dass er nicht stirbt. Also ich meine, dass er sein Werk stirbt. Aber es war mindestens 10 Jahre nach seinem Tod, innerhalb 10 Jahre nach seinem Tod, fast unmöglich in Deutschland über sein Werk was zu wünschen. Ne? Und es war halt dann damals so, dass ich da mit Harry auch zusammen, wir haben einfach gesagt, jetzt ist er 10 Jahre tot, jetzt müssen wir mal was, wir müssen was machen. Und das haben wir ja dann die große Ausstellung am Alexanderplatz gemacht. Und das ist, hat sich weiterentwickelt. Also es ist wirklich ein weltweit agierendes Werk. Und das muss man, ich nehme mich da immer zurück. Der Rainer hat sich, in Anführungsstrichen, wenn ich jetzt ganz melodramatisch bin, geopfert. Er ist ja nur 37 Jahre alt geworden, war nicht sein Ziel, hat er auch nicht vorgehabt, ist eben so gegangen. So war es. Und deswegen kann man auch das Werk eigentlich sich angucken, da lebt er einfach. Mehr kann man nicht sagen. Und auch die einzelnen Texte, selbst ich bin heute richtig erschöpft gewesen und bin erst bis 1971 gekommen. Diese Texte und all das und diese Sätze, klar kenne ich die, aber irgendwann muss man sie auch mal wieder aus dem Kopf lassen. Aber sie stimmen so, also aus meiner Sicht. Und ich bin jetzt wieder ein bisschen eine andere Generation. Ich finde es ja mal interessant, genau. Wir haben hier so eine junge Person bei uns und die sich unheimlich auskennt im Fassminderkopf. Hat alles im Kopf. Mir ist der Mund offen geblieben. Was würden Sie denn sagen, was Ihnen die Begegnung mit diesem Kosmos gibt? Also zum einen, als Filmwissenschaftlerin hat man natürlich das große Glück, dann die Filme mit einem gewissen geschärften Blick zu sehen, auch im Hinsicht darauf, welche Themen er behandelt hat, welche filmischen Vorbilder er auch aufgegriffen hat. Er hat ja auch die Filmgeschichte, die Vorbilder nie verleugnet, sondern hat sie immer ganz dankbar aufgegriffen und auch herausgestellt, was ihm auch als auch junger Mann, der wie besessen ins Kino gegangen ist, was ihm gefallen hat und wie er das dann
transformiert hat in die Jetztzeit, auch wenn er zum Beispiel wie bei Effi Briest die wilhelminische Zeit betrachtet, hat das immer so einen ganz starken Bezug zur Gegenwart und sagt immer auch was aus über die politischen Verhältnisse der Jetztzeit. Und das ist das Spannende am Werk von Fassbinder, und das wird auch eigentlich niemals, wie ich hoffe, ins Vergessen geraten, sondern man sieht es ja auch gerade die Themen wie Fremdenfeindlichkeit, Queerness, was Fassbinder ja nie so herausgestellt hatte, aber es hat er einfach behandelt. Das war so weit vorausdenkend, und auch Welt am Draht, Science Fiction fürs Fernsehen, auch die Formate, die er entwickelt hat und bedient hat, das ist schon großes Glück eigentlich, Fassbinder auch als junger Mensch so zu erleben. Und was mich auch so fasziniert, ist diese Begeisterungsfähigkeit, also dieses Menschen um sich herum zu haben, eine Ersatzfamilie zu gründen und die dann für diese Visionen auch so begeistern zu können und auch diese Vision so vermitteln zu können, dass viele davon begeistert werden. Das finde ich so an der Person und am Künstler Fassbinder so faszinierend. Und ich hoffe, dass auch die Ausstellung dazu beitragen kann und auch die Filmretrospektive, dass man eben auch dieses im Fassbinderschen Werk wiederentdecken oder auch zum ersten Mal entdecken kann. Mhm. Ich hoffe, ich habe Ihre Frage jetzt richtig beantwortet. Aber apropos Fragen, sind wir schon so weit, dass wir uns öffnen? Herzlich gerne sind Sie eingeladen, wenn Sie eine Frage haben. Ich glaube nicht, dass wir jetzt ein Mikrofon haben, aber wenn man laut genug spricht, Sie sind eingeladen, Fragen zu stellen, wenn Sie mögen. Sonst reden wir noch. Sonst hätten wir noch. Genau. 7 Minuten haben wir, glaube ich, noch. Ja. Keine Angst vor Fragen. Sonst würde ich gerade noch eine Frage anschließen an Frau Schigula. Und zwar, wir sehen ja dieses Großfoto hier hinter uns projiziert vom Peter Gaue, der die Dreharbeiten oft begleitet hat von den frühen Filmen. Wir hatten es auch schon von den Marionetten und von der Freiheit auch, die Fassbinder einem gelassen hat. Wie war das denn bei den Dreharbeiten zu Effi Briest? Denn die Produktion hat sich ja über einen langen Zeitraum erstreckt, ungewöhnlich auch für Fassbinder, dass er ja 2 Jahre lang eigentlich gedreht hat. Na, wegen dem Herzinfarkt von Wolfgang Schenk, das war der Grund. Deswegen musste er unterbrechen. Ja, das war ein komisches Ding mit Effi Briest. Das fing irgendwie schon damit an, dass er, ich weiß es nicht mehr genau, was wir gerade gemacht haben, das hat er mich so zur Seite genommen und hat gesagt, weißt du, Hanna, und jetzt machen wir das fertig und dann machen wir nachher Effi Briest und dann machen wir noch das und dann das und dann das. Und dann sage ich zum Rainer, Rainer, ich brauche mal eine Pause. Und da habe ich gemerkt, da habe ich was ausgelöst, was ich eigentlich gar nicht auslösen wollte. Also das hat mich dann selber schockiert, wie stark die Wirkung drauf war. Nämlich da war er total gekränkt, dass jemand, für den er so viel sich ausgedacht hat, dass der von sich aus erst mal ein Stückchen weggehen möchte. Das hat er überhaupt nicht, also das hat er mir auch lange, glaube ich, nachgetragen, und das hat seine Zeit gebraucht. Ja, da war ja lange Pause nach Effi Briest dann. Und in der Film selber ist in 2 Hälften gefallen. So etwas hat es überhaupt noch nie gegeben. Beim Rainer waren immer die Dreharbeiten eigentlich viel kürzer als normal. Und da war es plötzlich viel länger als normal. Und zwar ist wahrscheinlich das Geld ausgegangen. Nee, es war, weil der, Wolfgang Schenk hat einen Herzinfarkt gekriegt. Der konnte doch nicht weiter drehen. Der Wolfgang Schenk? Der war 1 Jahr lang ausgefallen. Ach, der hat den Herzinfarkt. Das ist bis zu mir überhaupt nicht gedrungen. Echt? Das war der Grund. Ja, weil eben schon, das war der Grund. Ja. Ja, das ist ja auch sehr, ich hatte heute gehofft, wir hätten den Wolfgang Schenk auch bei uns, aber er ist auch nicht da. Ja, jedenfalls, es hat sehr lange gedauert, und dann
nachher war erst mal eine Pause. Länger, als ich eigentlich Lust hatte. Viel länger sogar. Und dann ist er auf Sie zugekommen? Und dann ist er auf mich zugekommen. Und dann, ja, das war dann, da hat er aber zwischendrin tolle Filme gemacht. Und ich war auch, bin auch zu den Projektionen hingegangen. Also zum Beispiel Angst essen Seele auf, der hieß alle Türken heißen Ali. Ali heißen, ja. Genau. Türken haben eigentlich alle. Doch, alle Türken heißen Ali, war der Arbeitstitel. Ja, okay. Und die und da bin ich zu ihm hingegangen und habe dann zu ihm gesagt, Rainer, das ist ja, also wirklich, da ist dir ein Film gelungen. Tja, hat er gesagt, ist weitergegangen. Also da war gar nichts. Eitles oder? Das so, hat ja. Er gar nicht, da konnte ich nichts gut machen oder so. Das, weil das ein Riesen, das habe ich überhaupt erst viel später erkannt, wie groß das Problem vom Rainer war in dieser Hinsicht, dass er dachte, die Leute lieben ihn nur, weil er so viel für sie tut. Und wenn ich jetzt sage, bitte lass, gib mir doch mal ein bisschen Pause, obwohl er so viel für mich getan hat, dann ist das ja auch nochmal geht in dieselbe Richtung. Das war mir alles gar nicht so klar, nur als er dann irgendwann das auch direkt ausgesprochen hat, dass für ihn die Benutzbarkeit der Gefühle das eigentliche Thema seiner Filme ist. Ja. Aber ihr habt ja dann Maria Braun. Bitte? Gemacht. Ihr habt ja dann Maria Braun gemacht. Ja, ja, wir haben dann danach Maria Braun gemacht. Naja, wir haben Maria Braun gemacht, weil Romy Schneider, er wollte Romy Schneider für den Film haben. Nein, das war nicht er. Das war, bitte? Das war der Fengler. Das war nicht er. Das war nicht er? Nein, der hatte doch Angst gehabt. Ah, ja. Ja, also jedenfalls hat das da nicht geklappt. Das wollten die Produzenten, die dachten, und, das wäre so. Ja, das war sowieso nicht das erste Mal, dass ich für jemanden eingesprungen bin. Du bist nicht eingesprungen. Es gibt eine Frage, eine Frage aus dem Publikum. Da, nein? Soweit ich das Zeichen bekomme, bitte. Ich wollte Sie was fragen, und zwar meine Vergangenheit mit Fassbinder, da ist immer Schigula dabei. Wie viel ist Fassbinder in Ihrem Leben? Was ist das? Wäre Hanna Schigula ohne Fassbinder? Das ist so, die springen Sie immer nur zusammen. Wenn ich Fassbinder höre, habe ich Sie automatisch dazu. Obwohl es viele, viele andere Dinge, die ich noch erinnere, ja, die mich bewegt haben. Ja. Aber die Frage des Namens, also wir hatten früher eben halt Filme gesehen, wir kannten nur die Stars, aber nicht den Regisseur, der war immer Nebensache. Aber da ging das immer zusammen. Wie viel Fassbinder ist Frau Schigula? Also prozentual. Nee, ich verstehe Ihre Frage durchaus. Ne? Also ich würde sagen, ich wäre die Hanna Schigula als Schauspielerin gab es nur, weil es Rainer Werner Fassbinder als Regisseur gab. Weil ich bin ja damals von der Schauspielschule abgegangen. Ich habe mir gedacht, nee, das ist nichts für dich, der Beweis, du gehst jetzt schon 5 Wochen oder mehr auf diese Schauspielschule und was ist passiert, du wirst immer schlechter. Also, das ist nichts für dich. Hör auf damit. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann hat er mich, aber er war nicht der Meinung. Er hat sich an mich erinnert. Also da ist irgendwie etwas gewesen, das war für mich ein ganz entscheidender Mensch auf meinem Lebensweg. Mein Leben wäre ganz anders verlaufen ohne ihn. Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich nicht genau. Weil ich habe das, nachdem es nun mal so verlaufen ist, habe ich genug damit zu tun,
dieses Leben zu leben. Ich stelle mir da nicht so Fragen, aber der war derjenige. Also das ist schon eine, so eine Art Pygmalion-Figur gewesen. Aber ich war für ihn eben auch in gewissem Sinn die Gehorsamste vielleicht von allen, aber zutiefst war ich auch immer eine, von der er nicht ganz wusste, ob wo, also er hat schon gespürt, ich habe sehr viel Eigenleben und ganz vereinnahmen lasse ich mich nicht aus Gehorsam, wenn nicht nur aus anderen Motiven. Und deshalb ist das zwischen uns dann, also ich habe ja mir, ich habe immer gedacht, das ist eine Beziehung fürs Leben. Wie er plötzlich gestorben ist, habe ich mir gedacht, ja, aber Moment mal, das, ich habe gedacht, das ist fürs Leben. Ja, und jetzt ist es, und jetzt ist es ganz anders gekommen. Und dann kam es aber schon so, dass ich auf den europäischen, Umlaufbahn gekommen bin. Dann habe ich also mit Marco viel auch mit Italienern, und dann gab es ja auch Godard, und dann gab es auch den Spanier Saura, Carlos Saura, und später gab es etwas, was hier gar nicht so bekannt ist, mein Ausflug ins lateinamerikanische Kino, das für mich eigentlich mir sehr gelingen hat, über Garcia Marquez. Der hat ja wegen mir sogar einen ganzen Sechsteiler umgeschrieben. Also es hat schon noch andere Öffnungen gegeben, aber das Ursprungsding war immer der Rainer Fassbinder. Und insofern, und ich habe ja auch, ich habe mich mit ihm eben sehr wenig ausgetauscht. Das ist auch sehr seltsam. Also wenn ich nochmal jetzt, ich war damals sehr introvertiert. Und ich bin dann durch den Film Effi Briest, der war für mich ein unheimliches Aha-Erlebnis. Weil wie ich den Film gesehen habe, habe ich geheult. Aber nicht, weil der Film mir nicht gefallen hätte oder weil ich mir gedacht, ja, sondern ich habe mir gedacht, ist denn das möglich, dass was hat das mit dir zu tun? Das hat was mit dir zu tun. Du bist so introvertiert. Wieso ist das von außen alles so, von außen sieht das so aus und innen sind Vulkane am Ausbruch. Und da auf dies, dann bin ich nachher, mit der Maskenbildnerin, mit der ich auch sehr befreundet war, Sibylle, kanntest du auch noch, ne? Nee, die, aber den Namen, ja. Ja, und da sind wir dann durch die Staaten getrennt als Späthippies. Und da stand für mich fest, ich werde anders. Und da habe ich mich sozusagen jahrelang, ja, wie könnte ich sagen, auch jahrzehntelang geübt im Anderswerden. Und zwar, ich habe dann einfach alles nach außen gestülpt. Das heißt, wenn ich einen Gedanken hatte, habe ich ihn ausgesprochen. Ich habe nicht lange ihn zurückgehalten. Und da bin ich natürlich wahnsinnig oft ins Fettnäpfchen getreten, weil das macht so gut wie keiner. Und schon gar nicht in deutschen Landen. Und dann habe ich aber, ich habe mich nicht abbringen lassen von dem Weg. Und ich habe, ich weiß gar nicht, ob die Hanna Schigula, die jetzt vor Ihnen sitzt, ob das noch eine wäre, die den Rainer so interessiert hätte. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht doch, vielleicht hätte er gerade gerne gehabt, auch mal wirklich einen Austausch. Und ich habe also, er war ohne es zu wissen, und das ist auch die, er war ohne es zu wissen, durch diesen Film auch, ich deute immer hinter mich, naja, den sehen Sie ja jetzt dann, war das auch ein großer Auslöser. Aber eben so wie das immer so, es war ein, früher hat man immer gesagt, ein dialektischer Sprung ins Gegenteil. Und
Insofern, ich weiß es nicht, wie wir dann Maria Braun gemacht haben, da habe ich ja zum ersten Mal gleich geredet. Und warum, Rainer? Und muss die denn sterben zum Schluss? Und warum denn? Und dann fährt die auch noch so mal melodramatisch aus der Kurve, diese Frau, weil die dann merkt, die hat auf das ganz, die hat, das war ja alles gar nicht Wirklichkeit, die hat auf eine Illusion gesetzt. Naja, sage ich, Rainer, wir sind doch alle, wir merken das alle irgendwann, wir müssen ja dauernd umkehren auch mal oder merken, dass etwas eine Blase war und dann fängt man eben wieder von vorne an. Nullpunkt ist doch was ganz Wichtiges, auf den Nullpunkt kommen. Manchmal ist es, heißt es auch wirklich auf den Punkt kommen. Und dann hat er gesagt, nein, wenn man einmal so weit gegangen ist, gibt es keine Umkehr. Und insofern würde ich sagen, der Rainer war zum größten, war sehr in vielem mehr, vielleicht sogar von der Rolle, wie ich, die ich sie gespielt habe. Wir hatten in der Vorbereitungsgespräch kurz gesagt, haben wir denn überhaupt so viel zu erzählen? Jetzt sind wir schon über eine Stunde und wir haben noch enorm viel, hätten wir zu erzählen. Wir laden Sie alle ein, natürlich in die Ausstellung zu gehen und da haben Sie viel zu lesen, viel zu sehen, Filme zu sehen, Dokumentationen zu sehen, Fotografien, Erinnerungen. Danke. Thank you.